Hallo ihr Mäuse, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mir gedacht, ich drehe jetzt mal heute für euch meine aktuelle Haarroutine. Ich habe schon mal eine Haarroutine gemacht, aber das ist schon ziemlich lange her und seitdem hat sich doch einiges geändert. Ihr wisst ja, welche Haarpflegeprodukte ich so benutze, zumindest welches Shampoo und so. Das habe ich euch ja schon öfter mal erzählt, aber seit ich eben diese Blondierung drin habe, hat sich doch einiges geändert. Ich nehme ja immer dieses Tresemme Keratin Shampoo und früher war es halt so, als ich meine Naturhaarfarbe noch hatte, also die dunklen Haare, da habe ich das benutzt und die Haare waren von selber glatt. Das funktioniert jetzt mit der Blondierung nicht mehr. Die Haare werden schon glatt, aber sie sind einfach total grisselig und frisselig und ich muss sie einfach immer irgendwie stylen. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil ich wasche meine Haare jetzt nicht allzu oft. Das habe ich ja schon öfter mal gesagt. Also ich wasche sie so zweimal in der Woche. Manchmal auch einmal in der Woche, je nachdem, wie ich sie halt waschen muss, wie oft ich beim Sport war und so weiter. Ja, und ich habe gedacht, vielleicht interessiert euch das, was ich sonst noch so alles in meine Haare reinpacke, außer dem Shampoo und dem Conditioner und wie ich das so mache und wie ich das so style. Vielleicht habt ihr da Bock drauf, dann erkläre ich euch jetzt heute mal, wie meine aktuelle Haarroutine so aussieht. Also ich blende euch immer so ein paar Bilder ein. Ich habe natürlich die Haare jetzt schon fertig gestylt, aber es geht natürlich immer damit los, dass ich meine Haare wasche, ganz klar. Und ich nehme wie immer dieses Keratin Smooth Shampoo. Das ist von Tresemme und ich liebe es. Ich habe schon oft gesagt, wie geil ich diese Haarpflegeserie finde. Aber ich benutze jetzt neuerdings dieses Shampoo nicht bei jeder Haarwäsche. Also ich nehme ungefähr so einmal im Monat auch ein anderes Shampoo, irgendeins. Also total egal, was ich gerade da habe. Ich mag ja die Aussie-Produkte auch gern oder irgendwas anderes, weil ich habe festgestellt, wenn ich das jedes Mal benutze, dann tut es meiner Kopfhaut nicht so gut. Ich kriege ein bisschen Schuppen davon, so geil wie das funktioniert, aber irgendwie muss man auch zwischendurch mal wieder was anderes nehmen. Also heute benutze ich es, aber so einmal im Monat nehme ich auch was anderes. Und was dabei ganz wichtig ist, nicht zu viel nehmen. Ich nehme echt nur so ein daumennagelgroßes Stück davon und wasche mir damit die Haare. Und vor allem, ich wasche mir die Haare nur auf der Kopfhaut, also nicht in die Längen einmassieren, nur auf der Kopfhaut. Das habe ich jetzt nicht für euch gefilmt, weil ich meine, es kann sich jeder Depp vorstellen, ne? Wie das aussieht, wenn man sich die Haare wäscht. Genau, und dann wasche ich das Ganze einfach aus und tue ein Handtuch drum. Und da ist es auch wichtig, das wisst ihr ja wahrscheinlich, nicht rubbeln, sondern einfach diesen Haarturban drum machen und kurz ein bisschen trocknen lassen. Und dann ist es halt immer die Frage, ich nehme manchmal die Haarmaske und manchmal den Conditioner. Also ich nehme ungefähr so einmal in der Woche die Haarmaske. Den Conditioner, den nehme ich direkt einfach nach dem Waschen, nach dem Shampoo, haue ich den drauf und wasche den gleich wieder aus. Die Haarmaske muss ein bisschen einwirken, weil ich heute ein bisschen mehr Zeit hatte, dachte ich, ich gönne mir mal die Haarmaske. Ja, und dafür nehme ich einfach die Haare aus dem Turban raus. Also die können ruhig noch ein bisschen nass sein. Die müssen jetzt nicht irgendwie super getrocknet sein, aber zu tropfend nass sollen sie halt auch nicht sein, dass die Maske auch hält. Und dann gehe ich einfach in den Tiegel rein und nehme ungefähr hier so die Menge und hau mir das einfach auf die Haare drauf, als gäbe es keinen Morgen. Also echt total unspektakulär. Hau ich mir das einfach auf die Haare drauf und zwirbel mir das so ein bisschen ein und verteile das überall gut, dass es überall hinkommt, die Maske, aber das ist jetzt irgendwie kein Mastertrick. Einfach irgendwie drauf und dann stecke ich mir das Ganze hier mit so einer kleinen Haarklammer hoch und lasse das ungefähr so 10 Minuten einwirken. Also je nachdem, wie lange ich Zeit habe. Ich meine, es ist natürlich immer so, je länger, desto besser. Ja, die Haare freuen sich über die Haarmaske, aber so 10 Minuten sollte das schon drauf bleiben. Und in der Zeit mache ich irgendwie was anderes. Heute in dem Fall habe ich währenddessen die Spülmaschine ausgeräumt. Ja, und dann wasche ich das Ganze einfach aus und da ist es auch immer ganz wichtig, ich dusche sowieso nicht so gern so super heiß, aber gerade wenn ich jetzt meine Haare extra wasche und nicht selber in der Dusche bin, wasche ich die immer relativ kalt aus. Also das ist ja immer, jeder hat da so ein anderes Schmerzempfinden, was die Kälte angeht. Ich mag das ganz gerne, die Haare relativ kalt zu waschen und die Haare mögen das auch ganz gerne, weil es schließt halt einfach so die Schuppenschicht und meine Haare sind eh schon immer aus wie ein explodierter Besen. Deshalb tut mir das ganz gut, die Kälte auszuwaschen. Und dann binde ich mir einfach hier mit dem Handtuch wieder so ein Turban und da ist auch wieder wichtig, nicht rubbeln. Ich mache mir einfach diesen Turban und wickel den relativ eng und ziehe das dann oben so ein bisschen zusammen und lasse dann einfach das drin irgendwie so 10, 15 Minuten, sodass einfach das Handtuch mir die ganze Feuchtigkeit aus den Haaren raussaugt und ich selber nicht da rumrubbeln und rumtun muss, weil ich meine, das mögen die Haare auch nicht besonders gerne, ne? Ja, damit die Haare sich leichter durchkämmen lassen, nehme ich immer dieses Got2B Schmusekatze, da gebe ich so 3 Pumpstöße in meine Hand und verteile es erstmal grob in den Haaren und kämme sie dann durch mit meinem nachgemachten Tangle Teaser. Ja, ich bin ein Geizkragen, der nicht habe den Tangle Teaser noch nicht gekauft. Immer noch nicht. Ich habe immer noch den von Ebelin. Aber ich finde den auch ganz gut. Ich glaube, es ist das gleiche Produkt. Und dann ist es eben auch wichtig, dass ihr unten anfangt zu kämmen und nicht gleich oben so anreißt und euch die Hälfte von den Haaren ausreißt, weil die Haare sind natürlich empfindlich, wenn sie nass sind. Aber kämmen müssen wir sie trotzdem. Deshalb ganz vorsichtig anfangen. Aber mit dieser Keratinlinie ist es echt super geil und es geht super easy durch die Haare. Und dann noch diese Schmusekatze, dieses Serum noch mit rein. Dann geht es echt super easy eigentlich zum Durchkämmen.
Übungen. Ich teile mir die Haare dann immer schon mal auf, so wie ich meinen Scheitel nachher ungefähr haben will, damit das nicht so komplett crazy dann aussieht. Ja, und bevor ich anfange zu föhnen, nehme ich hier mein Baby, das liebe ich wirklich so sehr, von Tresemme, auch aus der gleichen Linie, dieses Heat and Shine Protection Spray. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und das sprühe ich mir jetzt einfach großzügig in die Haare auf und kämme das nochmal ein bisschen durch, dass das sich auch überall verteilt. Und dann nehme ich meinen Uraltföhn, der ist von Philips. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Wenn er noch irgendwie bei Amazon zu finden ist oder irgendwo im Internet, dann verlinke ich es euch in die Infobox. Aber ich habe den schon so ewig lang und ich finde den auch ganz gut. Und ich nehme immer diesen Aufsatz, diesen schmalen. Damit geht das irgendwie ganz gut, finde ich. Und dann föhne ich einfach ohne Sinn und Verstand und ohne jeglichen Plan meine Haare. Also am liebsten natürlich kopfüber, weil dann kriegt man noch so ein bisschen Volumen rein. Das ist jetzt schwer hier in der Kamera zu zeigen, aber ich föhne da einfach so durch und nehme auch schon die höchste Stufe von der Hitze. Ich weiß, es ist nicht so gut, aber ich föhne ja nur ganz kurz und das Ding ist, dieses Heat Protection und Shine Spray, das reagiert auch mit Hitze. Also es braucht schon ein bisschen Hitze und dann gehe ich da einfach so 2-3 Minuten durch und lasse die so ein bisschen leicht antrocknen und zwischendurch kämme ich sie mir immer wieder glatt, ganz vorsichtig und dann hat man nachher nicht so viel Arbeit, dann sehen die nachher nicht so crazy aus. Und das mache ich so 2-3 Mal und den Rest lasse ich einfach Luft trocknen, je nachdem wie ich Zeit habe. Im Sommer lasse ich sie komplett Luft trocknen, aber das wird echt zu lang dauern jetzt im Winter bei meinen Haaren. Deshalb mache ich das so ein paar Mal und den Rest lasse ich dann einfach so trocknen. Ja, und in der Zwischenzeit werden die dann komplett trocknen, weil das ist halt wichtig, bevor man mit dem Glätteisen reingeht, müssen die ganz trocken sein, sonst grillt ihr euch halt die Haare weg. Mache ich zum Beispiel mein Make-up oder irgendwas anderes. Heute habe ich noch ein bisschen Wäsche zusammengelegt, falls irgendjemand interessiert. Also das dauert natürlich immer ein bisschen. Und dann kann es auch schon ans Style gehen. Und wie ich die Haare gestylt habe, das zeige ich euch jetzt. So, und so sehen meine Haare jetzt aus, wenn ich sie einfach nur gewaschen und trocken geföhnt habe, beziehungsweise die letzte Hälfte habe ich Luft trocknen lassen. Also sie sehen halt ziemlich frizzy aus, einfach durch die Blondierung, aber sie fühlen sich sehr, sehr weich an. Ihr könnt es jetzt nicht anfassen, aber sie fühlen sich wirklich sehr, sehr weich an. Sie sind eigentlich nicht so kaputt, aber einfach durch die Blondierung. So möchte ich es ungern lassen, weil das sieht halt einfach so ein bisschen explodiert aus. Und ich mache es eigentlich jedes Mal so, ich drehe sie ein oder ich glätte sie. Also ich weiß, das ist jetzt nicht so optimal. Ich muss gerade mal hier meinen Lockenstab schon mal einschalten, dass wir gleich anfangen können. Aber ich finde es halt einfach schöner. Und wie gesagt, ich wasche meine Haare nicht so oft. Deshalb ist es, glaube ich, ganz okay, wenn man das ab und zu mal macht. Ich habe ja zum Föhnen schon mein Heat Protection Spray reingemacht. Ich nehme jetzt das gleiche nochmal. Also das ist dieses Tresemme und gebe mir das nochmal in die Haare, um sie noch ein bisschen mehr zu schützen, wenn ich jetzt gleich da mit dem Lockenstab reingehe. Und das Gute ist, diese ganzen Keratinsachen, die reagieren halt auch mit Hitze. Deshalb ist es auch ganz sinnvoll, da mit dem Glätteisen nochmal reinzugehen, weil das halt einfach dann dieses Keratin irgendwie aktiviert. Und ich sprühe mir das nochmal überall so ein bisschen grob auf in die Haare, dass einfach überall ein bisschen was hinkommt. Also da gibt es keine spezielle Technik jetzt dafür. Und dann gehe ich einfach nochmal hier mit meinem Fake Tangle Teaser in die Haare rein und kämmen sie nochmal gut durch, dass auch überall was von diesem Heat Protection Spray reinkommt. So, und weil ich die natürlich jetzt nicht so alle auf einmal locken kann, teile ich mir die ab. Also viele machen das ja irgendwie so 5-mal irgendwie und nochmal abteilen, nochmal abteilen. Das mache ich überhaupt nicht. Ich teile ungefähr so die Hälfte davon ab und stecke mir das weg. Weil es soll ja auch nicht so lange dauern, ne? Es soll ja auch schnell gehen und wir wollen ja jetzt nicht so richtig krass die Haare locken. Einfach nur, dass die so ein bisschen, ja, wie sagt man denn, so ein bisschen definierter halt sind und nicht so crazy da irgendwie rumhängen. Sorry, ich gucke hier die ganze Zeit so, Monitor, Spiegel, ach, ich bin total überfordert mit der Gesamtsituation. Naja, legen wir mal los. Also ich teile mir die dann nochmal hier unten so in zwei Teile und dann gehe ich einfach hier so rein, hier hinten und nehme da irgendwie so ein paar Partien raus. Also auch da habe ich jetzt nicht großartig irgendwie einen Trick oder so. Gehe einfach nochmal kurz mit der Bürste rein und nehme dann meinen Lockenstab. Das ist dieser von Grundig, der Glam Styler. Den habe ich gekauft, weil Pink dran ist. Ob es der beste Lockenstab der Welt ist, keine Ahnung. Ich benutze den schon seit Ewigkeiten. Und ihr seht es jetzt hier, da das ist ein bisschen das Problem mit diesem Keratin Smooth Shampoo und Conditioner und bla. Das ist ganz geil, aber die Haare, die sind halt so glitschig und so rutschig, dass sie halt schwer im Lockenstab halten. Und ich möchte natürlich immer alles aufrollen, aber das geht halt nicht. Deshalb gehe ich jetzt nur so bis zur Hälfte, weil sonst rutscht mir das echt hier raus. Und
drehe das dann einfach immer vom Gesicht weg. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mag es einfach lieber, wenn es vom Gesicht weggedreht ist. Und jetzt bei den unteren Partien gehe ich relativ nah an den Ansatz ran. Ihr seht es ja, also ne, so, dass wir uns gerade so nicht verbrennen. Und dann lasse ich das kurz drin, ein paar Sekunden, und ziehe es dann hier so raus und rolle es dann immer wieder nach. Und dann einfach ein bisschen halten. Ich lasse es auch nicht so lange drin. Also vielleicht so 10 Sekunden pro Locke. Ich weiß es nicht genau. Also ein paar Sekunden, weil wir wollen ja nicht so crazy locken. Wir wollen ja nur so leichte Wellen haben. Genau. Und dann sind wir auch schon fertig mit der ersten Locke. Also nicht wundern, dass das hier so qualmt oder so. Das sind nicht meine Haare, die verbrennen. Das ist einfach dieser Hitzeschutz, der verdampft. Ich habe auch am Anfang gedacht so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Aber alles okay, alles ganz normal. Da passiert nichts an den Haaren. Und so mache ich das jetzt einfach hier. Die mit den ganzen Längen. Ziemlich unspektakulär eigentlich. Ich glaube auch nicht, dass ihr euch das die ganze Zeit anschauen wollt. Deshalb würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal die Längen hier zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann so oben die Deckhaare habe. Weil ich glaube, das ist ein bisschen interessanter. Weil wenn ihr euch das jetzt anschaut, hier 20 Minuten lang, schaltet auch noch der letzte Abgleich, ne? Also bis gleich. So, wenn ich die Locken jetzt so haben wollen würde, dass die so bleiben, dann würde ich die, solange die heiß sind, jetzt nochmal kurz aufrollen und so trocknen lassen. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja so eine natürliche Welle und nicht so crazy curls. Aber damit die halten, müsst ihr sie eigentlich im warmen Zustand ein bisschen fixieren, dass die so in der Form auskühlen und dann halten die auch ewig. Und so lasse ich die jetzt einfach so ein bisschen raushängen. Ich lasse immer den Pony hier vorne schon mal draußen, weil den mache ich jetzt gleich mit. Und zwar... Es ist immer die Frage, was für ein Pony man hat. Bei mir ist ja so jetzt die mittlere Länge und ich will jetzt nicht so eine crazy Abba-Frisur haben. Also hier so eine krasse Außenwelle. Deshalb nehme ich den jetzt einfach, ich ziehe den so nach vorne. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und gehe jetzt einfach nur mal hier so ein bisschen... Und dann habt ihr hier so eine kleine Außenwelle und zieht es auch gleich wieder glatt, dass das nicht so eine krasse Welle wird, sondern dass das einfach so schön hier so ein bisschen dann gleich nach außen fällt. Und das reicht mir jetzt eigentlich auch schon für den Pony. Also da möchte ich jetzt die Locken nicht drin haben. Und jetzt machen wir mal den Rest auf, was wir jetzt hier noch haben. Ihr könnt euch das nochmal abteilen. Hallo. Ihr könnt euch die eine Seite nochmal abteilen, aber ich finde, man sieht sowieso, wo man gelockt hat oder wo man geglättet hat. Also da besteht jetzt nicht so die Notwendigkeit, das nochmal aufzuteilen. Und dann machen wir einfach das Gleiche jetzt hier nochmal. Ich nehme hier echt richtig dicke Haarstränge, weil ich einfach sehr faul bin und keinen Bock habe, das da so ewig lang einzudrehen. Und jetzt mache ich es im Prinzip wieder genauso. Ich gehe jetzt hier auch nicht ganz bis nach oben, also ne, nicht, dass wir uns verbrennen, aber schon relativ weit, weil der Lockenstab ist halt auch ziemlich breit und er macht halt eher auch so Volumen. Deshalb kann man da schon weiter hochgehen. Wenn ich einen dünneren Lockenstab nehmen würde, dann würde ich da wahrscheinlich nicht ganz so nah an den Ansatz gehen. Und jetzt einfach wieder hier unten die Spitzen einrollen und rausfallen lassen. Und tada, so einfach ist es. Und so machen wir das jetzt hier mit dem ganzen Rest. Auch sehr easy, wie ich finde. Und guckt halt immer, dass die Strähnen relativ sauber sind und gut durchgekämmt sind. Also ihr könnt es hier mit der Bürste machen, aber die Haare sind wirklich sehr glatt von dem Shampoo. Deshalb reicht es auch eigentlich, wenn er da ein bisschen mit den Fingern durchgeht. Weil wenn er das nicht macht, dann haben wir da nachher so komische Knuddel drin und das braucht ja nur auch kein Mensch. Und ich lege mir immer schon mal, das ist auch wichtig, die Strähne schon mal so, wie sie um den Lockenstab fallen soll dann nachher, weil wenn sie sich so in die andere Richtung biegt, das eben wieder passiert, das passiert mir auch öfter mal, dann macht man da so Knitter rein und Knuddel rein. Also das passiert mir auch manchmal, das ist aber nicht so schlimm, wenn man es dann nochmal neu aufrollt, dann... Ne, hat sich das Problem quasi erledigt. Und ihr seht echt, wie schnell das geht. Ich mache einfach auf jeder Seite nur 3 Stränge und dann bist du natürlich da auch schnell fertig und schnell durch mit der Nummer. Und es hat natürlich auch den Effekt, wenn ihr jetzt nicht so dicke Strähne nehmt, dann werden die Locken definierter. Wenn ihr diese dicken Strähne nehmt, nicht nur, dass es schneller geht, es wären halt dann auch eher so Wellen und nicht so kleine Löckchen. Das ist dann auch irgendwie ganz schön. So, jetzt habe ich nur hier unten die Locke, das seht ihr schon. Das können wir jetzt so lassen, aber ich möchte jetzt hier vorne die Frontpartie, teile ich mir jetzt nochmal so ein kleines Stückchen ab, weil ich möchte immer, dass das gerne so ein bisschen so nach hinten fällt und deshalb auch wieder immer vom Gesicht weg. Ich finde, da fällt es einfach am schönsten, aber das ist halt Geschmackssache, ne, wie man das mag. Und drehe mir das jetzt nochmal ein und das lasse ich nicht mal wirklich drin, das ziehe ich einfach jetzt nur mal hier so durch. Und dann seht ihr, dass das so schön
nach außen fällt irgendwie und nicht so im Gesicht rumhängt. Das finde ich immer ganz gut. Und dann auf der anderen Seite, also entweder ihr klippt euch halt fest oder ihr geht halt da einfach nochmal rein. Und ich finde, man kann das hier schon, das siehst du ja, was du jetzt geglättet hast und was nicht. Dann nehmen wir jetzt einfach hier die obere Haarpartie. Da, wo wir noch nicht gelockt haben, habe ich jetzt gerade geglättet gesagt, Schwachsinn, gelockt natürlich, ihr wisst schon, was ich meine. Und kämm das einfach nochmal schön durch. Und mein Licht ist total hier, das ist so dunkel hier, gell? Meine Haare sehen auch so voll dunkel aus. Also draußen geht leider gerade die Welt unter, obwohl es erst 3 Uhr nachmittags ist. Richtig krass, deshalb ist es ein bisschen dunkel hier drin bei uns gerade. Und auch hier kommen wir wieder mit 3 Strähnen wunderbar hin. Da braucht man gar nicht hier so viel abteilen. Ach, und da sind wir auch gleich schon fertig. Gott sei Dank, Leute, Gott sei Dank. Und auch auf der Seite gehe ich jetzt hier wieder nur so ein bisschen rein, hier vorne bei dem, und nehme dann noch hier so ein Teil von dem Pony. Und ein Teil von der Strähne, die hier vorne so rumhängt. Und macht das nochmal einmal so zusammen, dass das irgendwie so ein bisschen kompakter fällt. Und in die Spitzen braucht er nicht nochmal gehen. Die sind ja schon strapaziert genug. Ne? Das reicht, wenn wir einfach mal hier so das so einmal durchgleiten lassen durch den Lockenstab. So, und da fällt das eigentlich schon ganz schön soweit. Und ihr seht schon, die sehen viel schöner und definierter jetzt einfach aus als vorher. Nicht mehr so frizzelig, aber hier gerade so an den Kanten sind sie halt noch so ein bisschen grisselig. Ich gehe jetzt einfach mit den Händen hier noch ein bisschen rein und ziehe das so ein bisschen auseinander, dass das nicht so lockig ist. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also einfach so ein bisschen Volumen rein. Und dann, um diese trockenen Spitzen hier noch so ein bisschen, naja, dass die ein bisschen schöner aussehen und nicht so frisselig, nehme ich dann noch von Alverde, ist das hier diese Haarbutter, die habe ich schon ewig lang, oder ich nehme diese von Organics, diese Haarölsprays, je nachdem, was ich gerade da habe. Jetzt im Moment habe ich so ein Spray gerade nicht da. Deshalb nehme ich so von der Haarbutter, ja, relativ großzügig. Also du denkst dir erst so, oh nein, das ist zu viel, aber das passt schon. Einfach in den Händen verreiben und damit gehe ich jetzt einfach hier unten so in die Spitzen, weil die sind natürlich einfach trocken. Ne? Das kannst du nicht vermeiden, wenn du lange Haare hast, wenn du blondierte Haare hast. Das mögen die Haare halt einfach nicht so gern. Und dann gehe ich hier echt, also auch nicht zimperlich sein, gerade hier vorne. So, keine Sorge, wenn ihr so trockene Spitzen habt, die saugen das auf. Also die werden dann nicht irgendwie dann gleich wieder total fettig. Also ich gehe tatsächlich auch hier an den Ansatz und da kann man auch diese kleinen Babyhärchen so ein bisschen mit bändigen. Wobei, da muss ich gleich noch ein bisschen Haarspray drauf machen. Also diese Babyhärchen hier oben, die sind so nervig, aber da kann man nicht viel machen, die hat ja jeder. Und dann nehme ich das einfach so hier, diese Haarbutter, und drehe das einfach nochmal so ein und auch wieder nach außen, weil ich habe ja vom Gesicht weggelockt. Deshalb drehe ich das nach außen. Wenn ihr nach innen gedreht habt, natürlich dreht ihr nach innen, ne? Sonst macht ihr ja alles kaputt, was ihr gerade gemacht habt. Und dann kann man einfach hier noch so ein bisschen die Spitzen noch so ein bisschen schöner machen, dass die nicht so krass trocken aussehen. Ja, das war es jetzt weitgehend schon. Ich nehme jetzt noch ein Haarspray. Das ist jetzt nicht der Master-Tipp. Ich nehme dieses Got to Be von Schwarzkopf, Happy Hour heißt es. Keine Ahnung, irgendein Haarspray, ne? Also dafür würde ich jetzt nicht sterben für dieses Produkt. Es ist mir relativ egal, irgendein Haarspray, und gehe einfach nur hier oben noch ein bisschen drauf. Also unten brauche ich kein Haarspray, das hält von selber, nur hier oben, um diese kleinen Babyhärchen noch so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Gehe jetzt hier mal gerne ein bisschen rein, dass es so ein bisschen Volumen hat. Aber ich meine, das ist sowieso, die legen sich dann mit der Zeit. Und ich finde ja meine Haare persönlich am schönsten irgendwie so am zweiten, dritten Tag nach dem Waschen. Also viele Leute sagen ja, oh, frisch gewaschene, frisch gestylte Haare. Gefällt mir persönlich gar nicht so gut. Ich finde, die legen sich dann irgendwie erst in die Form, wenn die einfach auch so ein bisschen Textur haben. Was ich dann immer noch mache, so am nächsten oder übernächsten Tag, wenn die Haare halt einfach nicht mehr so geil aussehen, nehme ich ein Trockenshampoo, und zwar nehme ich von Batiste. Ich hatte euch mal gefragt, was ihr mir empfehlen könnt. Soll ich dunkel nehmen wegen dunklem Ansatz oder blond? Und viele hatten gesagt, probier mal blond aus, und ich bin wirklich mit dem Blonden zufrieden, weil meine Haare sind zwar nur hier unten blond und der Ansatz ist dunkel, aber ich finde das ganz cool, weil ich muss unbedingt zum Friseur. Irgendwie bin ich auch gerade nicht so glücklich damit. Das hält meinen Ansatz noch ein bisschen auf und dann sieht das eigentlich ganz cool aus. Also wenn die Haare irgendwie nicht so richtig geil mehr liegen, dann einfach ein bisschen Trockenshampoo rein. Das ist ja immer der masterrettende Trick, ja. Und Leute, so einfach geht's irgendwie. Es ist, was heißt so einfach, ne? Es ist schon einfach, aber es kostet ein bisschen Zeit. Also machen wir uns nichts vor.
Jeden Tag wollte ich das jetzt nicht machen, aber für mich passt es jetzt. Ich habe jetzt ein paar Tage Ruhe, auch wenn ich drauf geschlafen habe. Dann sind die Locken zwar jetzt nicht mehr so wie jetzt, aber die legen sich dann trotzdem so schön in Form. Und dann bin ich einfach ein paar Tage haaremäßig durch. Also ich kämme die dann auch je nachdem. Ne? Wenn ich sie geglättet habe, dann kämme ich sie morgens natürlich schon schön durch und gehe immer nochmal hier mit der Haarbutter rein, weil die einfach immer wieder trocken werden. Wenn ich die Locken habe, dann kämme ich sie ehrlich gesagt gar nicht so wirklich durch. Dann lasse ich sie einfach so, weil durch dieses Keratin-Shampoo verknuddeln die sich auch nicht so und man hat eigentlich nicht das Problem, dass man dann da irgendwie so, wie nennt man das denn hier, so Knoten und sowas irgendwie in den Haaren hat. Deshalb, ich stehe einfach morgens auf, glätte die hier oben so ein bisschen, diese Babyhärchen, und schüttel die einmal durch und fertig, brauche ich mir darüber keine Gedanken mehr zu machen. Ja, ihr Mäuse, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ein kleines Update zu meiner Haarroutine. Wenn ihr irgendwelche Haartipps und Tricks für mich habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.